Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und mir die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein heiliger Schutzengel, bittet für mich. Herr, wir sind schon seltsame Wesen. Wir haben Wünsche und Wünsche, und wenn sie erfüllt werden, haben wir mehr Wünsche und mehr Wünsche. Irgendwie lassen sie sich nicht erfüllen. Wenn ich ein kleines Auto habe, möchte ich vielleicht ein größeres haben. Wenn ich gutes Essen habe, möchte ich das nicht nur einmal haben, sondern möglichst jeden Tag. Wenn ich eine kleine Reise gemacht habe, möchte ich später eine große Reise machen. Ja, unsere Wirtschaft, unser Wirtschaftssystem baut sogar darauf auf, dass unsere Wünsche unersättlich sind. Wie kommt das eigentlich? Ich selbst habe einmal eine Erfahrung gemacht, Herr, die du mir geschenkt hast und mir ein wenig die Augen geöffnet hat. Ich wollte immer Weltreisen machen, das war ein Jugendtraum schon. Und dann kam ich als Sekretär zu Kardinal Meißner und es standen tatsächlich einige Weltreisen an. Und da dachte ich, jetzt kommst du an das Ziel all deiner Wünsche. Und so kamen wir zum Beispiel nach Indien, immer ein Traum, dorthin zu kommen. Ich kam auch nach Afrika und nach Südamerika. Aber irgendwie blieb eine Enttäuschung zurück. Warum? Es waren wunderbare Reisen und ich habe viel gelernt und die Herzen der Menschen, da haben mich wirklich erwärmt. Aber es war nicht der Kick, der jetzt die Erfüllung aller Wünsche bringt. Klar, in dieser Welt, Herr, können wir nicht unsere Sehnsüchte erfüllen. Das, was in uns nach mehr und mehr schreit, Herr, das bist du selbst, dein Bild in uns, was uns von Anbeginn der Schöpfung an in die Seele gelegt ist. Wir sind deine Abbilder. Und wir stehen in der Versuchung, diese Sehnsucht nach dir mit den Gütern dieser Welt zu stillen. Du, Herr, warnst im heutigen Evangelium davon und sagst, hütet euch vor jeglicher Habgier. Habgier, dieses Habenwollen, dieses Sehnsucht, ja, diesen Wunsch, diese Sucht in diesen, mit den Dingen dieser Welt, die Sehnsüchte, die wir im Herzen haben, zu erfüllen. Und was geschieht? Wir verrennen uns, wir binden uns an diese Dinge und sie fesseln uns, nehmen uns die Freiheit und hinterlassen eben nicht Erfüllung, sondern bestenfalls einen Schalennachgeschmack, wenn nicht ein Herz, was völlig gefangen ist. Hütet euch vor jeder Art von Habgier. Raniero Cantalamessa, der päpstliche Hausprediger, sagte einmal ein sehr schönes Wort. Am Ende unseres Lebens, wenn wir vor Gottes Angesicht treten, werden wir nur das in Händen haben, was wir verschenkt haben, verwandelt in etwas Goldenes. Ja, vor dir reich sein bedeutet, vor dir freigebig sein. Du selbst sagst am Ende des Evangeliums von heute, so geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Für sich selbst Schätze ansammeln macht mich arm vor dir. Freigebig sein macht mich reich vor dir. Was kann das konkret bedeuten, Herr? Ich möchte das ein wenig mit dir bedenken. Also, da gibt es die Habgier nach den materiellen Dingen. Keiner hat bisher wohl gerne eine Gehaltserhöhung ausgeschlagen. Und ich glaube, ich kenne niemanden, der gerne Steuern bezahlt und sich darüber freut, dass das Bankkonto geringer wird. Ja, mehr haben wollen, das steckt tief in uns drin. Es ist ja auch vernünftig, wir haben ja auch Verpflichtungen, ja, gegenüber der eigenen Familie, gegenüber anderen Leuten. Und man möchte natürlich auch ordentlich leben. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber es kann sich da eben doch diese Sucht einschleichen, die ich eben schon mal mit dir bedacht habe, Herr. Hilf uns da freigebig zu sein. Ein offenes Herz sogar in dem Bewusstsein, dass ich das nachher in Händen halte, was ich weggebe. Nur dann wird mein Herz erfüllt. Die Logik dieser Welt und die Verführung des eigenen Herzens geht in eine andere Richtung. Gott liebt den freudigen Geber, so heißt es in der Apostelgeschichte. Ja, Herr, du lebst, wenn wir nicht nur etwas weggeben, sondern mit frohem Herzen
gib mir diese Freigebigkeit mit frohem Herzen, ohne zu viele Bedenken zu haben. Aber es gibt ja nicht nur diese Habgier in Sachen materiellen Dingen. Da gibt es doch auch die Habgier in der eigenen Zeitplanung, dass ich mich abwende von denen, die jetzt gerade ungelegen kommen, dass ich meine eigenen Vorstellungen habe, wie ich meine Zeit zu verplanen habe. Und es stört mich jeder, der da mir dazwischen funkt. Ja, es gibt auch eine Habgier nach Zeit, die ich für mich haben will. Aber Herr, die Zeit, auch sie hast du uns geschenkt, damit wir sie verschenken und nicht ängstlich für uns behalten. Herr, das fängt mit der Zeit für dich an. Wie oft bin ich der Meinung, dass meine Verpflichtungen doch so wichtig sind, dass ich die Zeit der Betrachtung oder des Rosenkranz oder was auch immer kürzen müsste, damit ich meinen Verpflichtungen nachkomme? Was für ein Unsinn. Herr, du stehst an erster Stelle, du bist der Geber aller Zeit, der Geber aller guten Gaben. Und nur du, Herr, wirst das, was ich tue, zum Erfolg bringen. Also, die Zeit mit dir, da darf ich wohl kaum drin kürzen. Hilf mir, ein freigebiges Herz zu haben, was die Zeit mit dir angeht. Ja, und dann die Mitmenschen. Ich glaube, du schickst manchmal Menschen, die zur ungelegenen Zeit kommen, die sogar das Charisma haben, zur ungelegenen Zeit zu kommen. Und mit ihnen erinnerst du mich, Herr, nimm dich nicht so wichtig in deine Zeitplanung. Sei offen für das, was ich dir an Aufgaben bringe. Und das können auch mal Menschen sein, die zur Unzeit kommen. Hilf mir, freigebig zu sein mit der Zeit, sie zu verschenken. Zeit hat man ja nie, man muss sie sich nehmen und dann geben. Und wenn man das tut, dann ist das ein großes Geschenk. Herr, du hast mich das erleben lassen in meiner Zeit in Kenia. Die Afrikaner haben ja etwas mehr Zeit, zumindest haben sie ein anderes Zeitmanagement, was schon manche Geduldsprobe auch erfordert. Aber die Zeit zu haben und zu verschenken, sie schenkt Freude, sie schenkt Hoffnung und sie ist gewinnbringend. Es ist ein großer Schatz, jetzt die Zeit, die du uns anvertraust. Und da möchte ich noch, Herr, mit dir auf eine dritte Gier hinkommen. Die Gier nach Ansehen, angesehen zu sein, einen guten Ruf zu haben, beliebt zu sein. Ja, ich möchte geliebt sein, ich möchte beliebt sein und ich freue mich über Lob und möchte es auch dir weitergeben, weil wenn ich es verdiene, ich es nicht verdiene, sondern es an dich weitergeht. Und doch, Herr, ich kann mich daran so binden, dass ich nur noch nach Lob und Anerkennung Ausschau halte. Und dann verzerrt es mich. Es fällt mir manchmal schwer, Herr, die Stimme zu erheben für die Wahrheit, ob in bestimmten Konferenzen oder anderswo, und zu wissen, dass dadurch Leute mir nicht mehr gewohlgesonnen sind. Da beginne ich schon mal innerlich zu zittern und komme mir wirklich wie ein Feigling vor. Und dabei sind es oft Leute, die ich gar nicht kenne. Dabei müsste es mir doch wichtiger sein, wie ich vor dir dastehe. Herr, hilf mir, beim Ansehen dich an die erste Stelle zu setzen. Wenn ich vor dir in gutem Ansehen stehe, dann stehe ich auch vor anderen in gutem Ansehen da. Jedenfalls ist das das Entscheidende. Herr, hilf mir, dass ich freigebig bin mit meinem Ansehen, mit meiner Beliebtheit und dass ich nicht meine Beliebtheit danach ausrichte, was gerade opportun ist, was gerade gerne gehört werden will, sondern was deine Botschaft an mich ist. Herr, bewahre mich vor aller Habgier. Gib mir ein freigebiges Herz in den materiellen Dingen. Gib mir ein freigebiges Herz in meiner Zeit für dich und die anderen. Gib mir ein freigebiges Herz, auch mein Ansehen zu verschenken. Und lass mich dann gegebenenfalls mit den Aposteln sagen, sie waren dankbar, dass sie für dich Schmach erleiden durften. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Regungen, Anregungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung gegeben hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein heiliger Schutzengel, bittet für mich.